unter ihres sterbenden Kindes Polster gelegt und ließ es ihr, mit dem Befehl an das Kindermädchen, ihr es heute mitzubringen, wo unser liebes Kind hierher in die Kapuzinergruft kommt. Sisi sagte mir selbst, dass sie der Kleinen ihr Kruzifix gegeben, unter herzzerreißendem Schluchzen, bei der Erinnerung, dass es unter ihrem Kopf bei der Geburt des heißgeliebten Kindes gelegen. Sie spricht Gottlob gerne und viel von der Kleinen, und es tut ihr wohl, wenn man teilnehmend ihre Erinnerungen an das entschwundene Glück teilt, in dieselben eingeht. Ich brachte gestern den ganzen Morgen mit ihr in der Stadt zu, wohin mich einige Zeilen meines Sohnes gleich nach dem Frühstück gerufen. Und ich hatte glücklicherweise Ludwig mit, dessen Anblick ihr wohltut. Da die Kleine mit so inniger Liebe an ihm hing und der sie, indem Gisela heiter und freundlich mit ihm spielte, wohltuend hier und da zerstreute inmitten ihrer Tränen und ihrer Gespräche mit mir über unser liebes Baby. Du wirst dich recht an dem frommen Schmerz unserer Kinder abbauen. Als ich vorgestern abends ihnen sagte, es war ein kurzes Glück, fiel mir gleich mein guter, frommer Sohn unter einem Strom von Tränen in die Rede und sagte, ach, es war auch ein so großes Glück, wir müssen Gott dafür recht dankbar sein. Das hat mich tief gerührt und ich danke Gott für dieses fromme Kind, zumal an dem Platz, wohin er ihn gestellt. Nun in Eile, lebe wohl und mit innigem Dank gegen Gott. Auf Wiedersehen, meine Luise. Ihr alle werdet uns ein so großer Trost sein. Schönbrunn, Pfingstsonntag, 31.05.1857.